Angela? Deine Cousine, Dummerchen. Ihre Eltern haben in letzter Zeit ein paar Probleme gehabt. Es wäre schön, wenn hier eine freundliche Atmosphäre herrschen würde, solange sie da ist. Können wir uns auf euch zwei verlassen? Kriege ich ein Vorhängeschloss für meine Zimmertür? Kriege ich eine neue Schwester? Es reicht, ja? Danke, dass ich hier schlafen kann. Kims Zimmer ist viel zu sonnig. Da würde ich viel zu früh aufwachen. Kein Problem. Und Kim kommt mir ein bisschen unreif vor. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Kim ist total unreif, weißt du? Muss ziemlich schwer für dich sein, mit ihr auszukommen. Ich bin verantwortlich für euch zwei und es tut mir leid, aber ihr könnt nicht nochmal fahren. Nicht allein. Wir sind keine Babys. Ihr fahrt nicht ohne Luis. Wieso ist er denn schon gegangen? Können wir jetzt Bodyboarding machen? Nein. Da, das ist mein Chef Mitch. Der weiß viel Interessantes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Angela einfach so wegläuft, Kim. Kim? Kimmy, ich habe echt überall nach dir gesucht. Es war langweilig, mit dir darum zu rennen. Ich habe die Polizei angerufen. Ich habe Nachrichten für unsere Eltern hinterlassen. Die werden ausflippen. Die vertrauen mir in Zukunft nie wieder. Ist Angela hier? Nein, aber es gibt Schlimmeres. Und was genau ist das? Ich rufe lieber alle an und sag ihnen, dass du okay bist. Alles okay. Keine Panik. Süßer Pelikan. Was ist denn los? Das weißt du doch genau, Kim. Kein Grund, um sich aufzuregen, weißt du? Du hast einen Pelikan mitgenommen? Nein, ich bringe ihn nur zurück. Du hast ein Problem, die stehen unter Schutz. Nein, hören Sie, ich bin nicht diejenige gewesen, die ihn von hier weggeholt hat. Tja, ich sehe aber sonst niemanden, Cleo. Ich glaube, du sagst nicht die Wahrheit. Aber ich... Ich bin sehr enttäuscht von dir. Wie willst du mir denn beweisen, dass du den Vogel nicht genommen hast? Das kann ich nicht. Hi, Louis. Stehst du auch auf Bodyboarding? Das Wasser ist super. Deshalb bin ich nicht hergekommen. Cleo schickt dich, damit ich gut nach Hause komme. Sie ist echt so eine tolle Cousine. Also offensichtlich liegt die Tierliebe bei euch in der Familie. Unglaublich, dass deine Cousine das freiwillig tut. Sie hatte ganz einfach den Wunsch, irgendwie zu helfen.